Stadt-TV Bull. Wir zeigen's Ihnen. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum. Wir, Clemens August, von Gottes Gnaden, Erzbischof zu Köln. So sind wir von jeher und insonders um euer Wohl bemüht, so wie ein ehrenfester Vater sich um seine Kinder müht. So wählen wir folgende Anrede für euch. Wir nennen euch unsere lieben Kinder. Chers enfants, cari bambini. Wir werden, wenn wir mit euch flanieren, ganz außerhalb der höfischen Etikette, als freier Mann im Sinne der Aufklärung unterwegs sein. Ohne höfische Etikette, ohne Entourage, nur mit unserem Geburtstagschapeau und unserem Geburtstagskorb. Freut euch darauf. Uns dünkt, die Zeit ist kostbar, denn in dieser Minute wird unser Haupt nicht, lieber Graf, unser Haupt wird nicht von der Migräne und unser Herz nicht von der Melancholia geplagt. Folget mir nun zu unserer geliebten Sommerresidenz und, liebe Kinder, wählen wir große Schritte. Ein Geschenk unseres Herrn Bruders Karl Albrecht, der große Kaiser Karl der Siebte, ein Nymphenburger Atelier, hat ihn kreiert. Mein Geburtstagschapeau. Liebe Kinder, wir begehen in diesen Tagen unser Wiegenfest. Wir werden in diesen Tagen 42 Jahre alt. 42 Jahre alt. Folget mir nun und wählen wir große Schritte, liebe Kinder. Das Wetter ist magnifik, nicht wahr? Verehrte Gräfinnen, verehrter Graf, wir sind heute ein freier Mann im Sinne der Aufklärung. Liebe Kinder, chers enfants, wir stehen vor der zweiten Sonne unseres Lebens, vor unserem geliebten Schloss Augustusburg zu Brühl. Unsere Sommerresidenz gehört zu den prachtvollsten Bauten in ganz Europa, ach, was sagen wir, der Erde. Wir eiferten hier dem unerreichten Beispiel von Versailles nach. Ein eindrucksvolles Beispiel vom Esprit seines Schöpfers und seines Architekten François de Cuvier. Wir freuen uns billig, dass wir das Glück haben, euch selben hier gnädigst die Höflichkeit erweisen zu können, mit uns gemeinsam den Blick auf unsere Residenz gutieren zu können. Lieber Graf, es freut mich sehr, dass ihr heute gekommen seid. Euer Kopfputz ist vorzüglich. Bravo, liebe Gräfin. Ihr Collier strahlt, aber ihre Augen, Madame, strahlen noch mehr. Wie der Himmel am heutigen Tage. Vorurteile sind die Könige des Vulgären, sagt Voltaire. Jeder versucht halt auf seine Weise im Leben vorwärts zu kommen. Und so freuen wir uns, dass ihr es alle hierher gebracht habt. Apropos vorwärts kommen, lasst uns nun auf die Südseite unseres Chateaus schreiten. Folget mir in großen Schritten. Folget mir, folget mir. Auf ein Gespann vom Herzog gewartet, aber leider mussten wir eine Karosse nehmen. Nun, vom Campingplatz bis hierher. Und gab es genug Seidenkissen in der Karosse? Nun, und wir gutieren nun gemeinsam den Blick auf unsere Residenz und unser Gartenparterre. Das ist Versailles.
Versailles zu Bruxelles, nicht wahr, meine Lieben? Einer der schönsten Plätze, der schönste Platz der Erde. Unsere geliebte Sommerresidenz. Wir finden hier nicht mehr jene kargen Heiden, nicht mehr jenes Dornengestrüpp, jene kargen Heiden, jene Türme, die unseren Blick, jene flankierenden Türme, jene kargen Heiden, die unseren Blick unhöflich, liebe Kinder, beleidigten, Jo Mai, und den Besucher an unserem Esprit zweifeln ließen. Jo Mai. Ach, es ist der angenehmste Aufenthaltsort der Erde, wie wir bereits sagten. Und es ist eines von rund einer Dutzend Bauten, an der wir im Augenblick arbeiten lassen. Als da wären die beiden Schlösser Augustusburg und Falkenlust zu Bruxelles, die Renovierungs- und Veränderungsarbeiten in der Franziskanerkirche, ferner die Kapelle auf dem Schnorrenberg, die Kapelle im Falkenlustbusch, das Schloss zu Bonn samt Residenz, Schloss Poppelsdorf, Schloss Herzogsfreude, Schloss Clemenswerth, etc., etc., etc. Ich schlage vor, meine Lieben, wir werden ein wenig in den Schatten dort drüben gehen, denn nicht alle haben, wie Madame, einen Parasol dabei. Ach, sonnige Fluren umgeben unsere sonnige Residenz, nicht wahr? Oh, Monsieur. Lieber Graf, dann müssen wir mit unserem Oberhofmeister sprechen. Liebe Kinder, platziert euch, dass ihr einen Blick auf unsere Residenz habt. Groß unser Chateau ist. So klein war sein Architekt. Diese ganze Pracht, liebe Kinder, ist errichtet von einem Zwergen. Die Unano, Unano Magnifico. Nano Magnifico, Nano Magnifico, Nano Magnifico, singet der ganze Hof. Oui, dieser Nano Magnifico, François du Cuvier, ist tatsächlich ein kleinwüchsiger, ein großartiger Architekt. Und er hat unsere Vision von Esprit, Eleganz und Pracht in Stein und in die Wirklichkeit verwandelt. Großartig, nicht wahr? Und dieser Nano Magnifico, François du Cuvier, ein Meister des guten Geschmacks. Wir wissen nicht, ob er ein Genie ist. Graf, was saget ihr? Ist er ein Genie? Was saget ihr, Madame? Ist François de Cuvier ein Genie? Das freut uns, denn euch gefällt, was uns gefällt. Und, lieber Graf, was saget ihr? Ihr sagt, was euer Fürst hören möchte. Ihr seid brave Kinder.